Ja, die Idee war, heute mal zu kombinieren. Einmal die Theorie und einmal die Praxis. Ich habe die Freude, mit der Theorie beginnen zu dürfen. Also es geht wirklich darum, wie kann ich jetzt Digitalisierung im Marketing und Vertrieb direkt heute schon umsetzen. Kein Zukunftsszenario, sondern heute und morgen. Viele Unternehmen zehren von dieser Zeit, von der guten alten Zeit, von dem Verkäufermarkt, wo wir, wenn wir ehrlich sind, mehr verteilt haben, als wir wirklich aktiv Vermarktung gemacht haben. Die alten Hasen nennen das auch immer aggressives Warten am Telefon. Für die meisten Unternehmen ist die Zeit leider vorbei. Das heißt, wir müssen heute aktiv vermarkten. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie machen wir das? Das ist so, dass... Ist mal einer zu weit? Ganz viel zu weit. Okay. Das ist so das klassische Vermarktungsmodell. Das heißt, Marketing trommelt mehr oder weniger laut und mehr oder weniger segmentiert irgendwie in den Markt, in der Hoffnung, die Kunden zu erreichen. Wenn wir dann einen Interessent erreichen, geht er direkt in den Vertrieb. Mit der Folge, dass wir drei unzufriedene Menschen haben, nämlich der Kunde, der potenzielle Kunde, der sagt, warum rufst du mich an? Ich wollte mich doch nur mal informieren. Der Vertrieb sagt, was soll ich mit dem Lead, der will ich ja noch gar nicht kaufen. Und das Marketing sagt, super, wir haben Lead generiert und ihr habt ihn kaputt gemacht. Das heißt, wir haben die drei enttäuschten Parteien. So, und das ist das neue Vermarktungsmodell. Das heißt, neben dem Megafon, da wo es Sinn macht, können wir das immer noch benutzen. Da wo es funktioniert hat, bisher um Gottes Willen weitermachen. Aber wir haben eben auch das Thema Inbound-Marketing. Ich nenne das immer die Wasserlochstrategie, erkläre ich gleich. Und wir haben eine neue Stufe zwischendrin, nämlich das Thema Marketing-Automation, wo wir überlegen können, wie entwickeln wir einen Interessenten bis zur Vertriebsreife. Wasserlochstrategie, warum? Stellen Sie sich vor, Sie sind Fotograf, Sie kriegen den Auftrag, Bilder von Elefanten in freie Wildbahn zu liefern. Was können Sie tun? Sie rennen so lange durch Wüste, Busch und Savanne, bis Sie einen Elefanten gefunden haben. Das ist so das klassische Bild der Kaltakquise. Wenn wir den einen gefunden haben, 300 Calls gemacht haben, der dann sagt, naja gut, schicken Sie halt mal was, so auf die Tour. Wie kann ich das besser machen? Ich baue ein Wasserloch und ich sorge dafür, dass die Interessenten zu mir kommen. Das heißt, Ihre Webseite sollte ein Wasserloch sein. Ihre ganzen Präsenzen sollten ein Wasserloch sein. Alle Aktivitäten, die Sie im Marketing, im PR, im Vertrieb tun, sollten auf Ihr Wasserloch einzahlen. Wie gesagt, idealerweise kombinieren Sie beide. Je mehr wir natürlich das Thema Inbound-Marketing aufbauen, desto mehr können wir Outbound zurückfahren, weil Outbound ist natürlich teuer, das Ressourcen und Geld. Und wie gesagt, haben dann den Effekt, dass wir den Interessent direkt übergeben können an die Marketing-Automation, ihn dort reifen lassen. Ich erkläre nachher gleich noch ein bisschen, was das mit dem grünen Bananeneffekt zu tun hat. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander, weil wir haben doch die alte Präsentation erwischt. Die habe ich deutlich gekürzt eigentlich. Von daher entschuldigen Sie bitte, da wiederholen sich jetzt ein paar Sachen. Also das ist so das, was meine gute alte Welt verändert hat, meinen Verkäufermarkt. Wo alles in Ordnung war und wo wir nur über unseren Namen und über unsere Marke im Prinzip vermarkten konnten. Da kamen diese drei Banditen in unsere Welt, die uns da ein bisschen durchgeschüttelt haben. Und das Problem ist eben, dass Kunden heute anders kaufen, anders suchen, anders entscheiden als früher und wir uns sowohl im Marketing als auch im Vertrieb darauf einstellen müssen. Das heißt, heute können wir davon ausgehen, dass der potenzielle Kunde ca. 60% des Weges alleine läuft, bis er den Anbieter kontaktiert. Das heißt, wir haben keine Ahnung davon, wir wissen das nicht, ob er auf uns zukommt. Und das Ziel im digitalen Marketing und Vertrieb ist, dass wir jetzt eben so eine Art Interessentendetektor aufbauen. Das heißt, dass wir einen Alarm bekommen, wenn jemand über uns oder unser Unternehmen nachdenkt. Das haben wir, das ist unsere Website, das ist unsere E-Mail. Schöner wäre es, wenn wir einen Alarm bekommen würden, wenn jemand über unser Thema nachdenkt. Das heißt, über Klemmen, über Automatisierung, über Getriebemotoren, was auch immer wir eben verkaufen. Und noch schöner wäre es, würden wir einen Alarm bekommen, wenn sich der Schmerzpunkt einstellt. Wenn eben jemand sagt, an einem dusteligen Montagmorgen, verdammt, so geht das nicht weiter, wir müssen die Polymere im Wareneingang besser analysieren, wir brauchen ein schnelleres Ergebnis, keine Ahnung, wie machen wir das? Machen wir eine optische Analysemethode, machen wir eine thermische Analysemethode oder was auch immer. Mit dem Effekt, dass wir damit natürlich viel weiter vorgehen können. Das heißt, wir haben eine Chance, den Interessenten schon bei den 10% abzuholen. In seiner Welt zu erscheinen, in Zeiten von DSGVO, natürlich auch sein Opt-in bekommen, ihn an uns binden, Vertrauen aufbauen und somit verhindern, dass der Interessent sich vielleicht noch 5 andere anschaut, sondern idealerweise bleibt er eben in unserer Welt. Mit dem Effekt, dass wir viel mehr Interessenten abholen und wahrscheinlich in der Stufe, wo unser Wettbewerb noch nicht unterwegs ist.
Was wir hier brauchen, ist ein Lead-Prozess. Wir müssen die Silos auflösen, was wir heute schon oft gehört haben, dieses Thema Change Management. Ich bin im Vertrieb, das ist mein Kunde, du bist im Marketing. Sorry, die Zeiten sind vorbei. Nicht umsonst gibt es in den USA den Chief Revenue Officer, der komplett beide Bereiche überdacht. So, und was wir auch aufhören müssen, ist das Thema Ego-Posting. Und wenn wir mal ehrlich sind und gucken davon zu Webseiten, da steht da drauf, ich Tarzan, habe Feuer gemacht. Ich bin Marktführer, ich bin Technologieführer und was für ein Führer auch noch immer. Das ist völlig irrelevant. Das interessiert den Interessenten null. Was den interessiert, ist ganz klar seine Schmerzen, seine Herausforderungen. Die soll ich ansprechen. Das heißt, ich muss Empathie aufbauen. Ich muss den Kunden wirklich in den Mittelpunkt stellen. Und bei aller Digitalisierung und Automatisierung, die größte Aufgabe, die wir damit haben, ist, wie gesagt, Empathie aufzubauen, weil das Schönste, was wir erreichen können, ist, dass wieder zwei Menschen miteinander reden. Dass es natürlich dann irgendwann mal den Roboter gibt, wenn ich schon gekauft habe, der die Folgebestellungen abwickelt und. Aber den ersten Deal machen immer Menschen miteinander. Von daher Aufgabe der Digitalisierung, das zusammenzubringen. Absolute Basis für mich ist ein Wunschkundenprofil. Also Herr Schuster, können Sie uns helfen, Leads zu generieren? Ja, könnte ich. Welche hätten Sie denn gerne? Keine Ahnung, alle. Ja, Entschuldigung, alle kann ich Ihnen nicht liefern. Also brauchen wir Persona-Profile, Buyer-Persona-Profile, wo wir Interessenten profilieren und bitte nicht eine Seite, der ist 45 und hört keinen Klassik und fährt einen Passat. Das hilft uns nicht. Wir brauchen mindestens mal 5, 6, 7, 8 DIN A4 Seiten, wie so ein Profiler im Krimi, wo wir wirklich einen Wunschkunden profilieren, mit seinen Verhaltenspräferenzen, mit Ideen über sein limbisches Kaufverhalten und mit einer gescheiten Nutzenanalyse für diese eine Buyer-Persona. Entschuldigung, uns gibt es schon 30 Jahre, ist kein Nutzen. Also das müssen wir wirklich auf die Person herunterbrechen. Das sieht dann so aus, das heißt, irgendwann hängen in ihren Meetingräumen 4 oder 5 Poster von ihren Personas. Peter, Produktionsleiter hier als Beispiel. Erst dann können wir uns überlegen, welchen Content bauen wir denn auf. Denn wenn wir Schrott-Content in die Automation schieben, dann haben wir automatisierten Schrott-Content. Dann können wir uns überlegen, welche Touchpoints können wir denn bespielen. So dieses Thema, Herr Schuster, können Sie uns helfen, Facebook zu machen? Ja, könnte ich. Warum wollen Sie? Weil es alle machen? Weil es modern ist? Das ist nicht der Weg. Ich muss wissen, wo ist meine Persona unterwegs und auch dort gehe ich hin. So, und dann kann ich Interessentenentwicklungsprozesse aufbauen. Weil ich habe ja vorhin gesagt, ein Interessent, der neu reinkommt, ich nenne es immer so eine grüne Banane. Wenn Sie eine grüne Banane, wenn Sie die aufmachen und reinbeißen, wird Ihnen die nicht schmecken. Ich kann aber die Banane nichts dafür. Die Banane muss reifen, die muss sich von grün nach gelb entwickeln. Bei der Banane kein Problem, die lasse ich liegen. Wenn ich einen Interessent aber generiere und gebe den sofort in den Vertrieb, Sie erinnern sich an die drei unzufriedenen Menschen, macht keinen Sinn. Also muss ich mir überlegen, wie lasse ich meinen Interessent reifen? Von dieser grünen, vom grünen Bananenstatus hin zum reifen Interessent, zum gelben Interessent. Und dafür baue ich eben Lead-Nurturing-Prozesse auf. Also Prozesse, die den Interessenten abholen und entlang seiner Customer-Journey ihn dorthin führen, wo wir eine Vertriebsreife erreichen, wenn der vielleicht ein Ersatzteil kaufen will, wenn wir über After-Sales reden, über Cross-Selling, Upselling reden, dann kann der auch natürlich auch im B2B-Webshop landen. So, und dann kriegen wir hier ein durchgängiges System, wo wir den Interessenten abholen, wo Marketing den qualifiziert, bis er zum MQL geworden ist, zum Marketing Qualified Lead. Der Vertrieb akzeptiert ihn, der Vertrieb nimmt ihn an und macht daraus ein SQL, ein Sales Qualified Lead, führt den zum Abschluss. Aber da hört es nicht auf, weil wir haben ja gehört, wie viele Interessenten, wie viele Kunden ein Vertriebler betreuen kann. Das heißt, hier setzt die Marketing Automation ein. Titel meines letzten Buches, Marketing Automation für Bestandskunden. Also wie kann ich hier After-Sales triggern, wie kann ich einen Wiederkauf triggern, Upselling, Cross-Selling triggern. Hier kann die Automatisierung stattfinden, weil da kann ich den Kunden wieder neu zum Lead entwickeln. Und was wir als Belohnung dafür bekommen, ist ein transparenter Funnel. Das heißt, von vorne, von der Lead-Generierung mit den Phasen im Marketing, die der Lead durchläuft, bis die Phasen, die er im Vertrieb durchläuft, habe ich natürlich eine brutale Transparenz und habe Steuerungsmöglichkeiten, wo ich an jeder Stelle optimieren kann. Und wenn mir mein Chef dann eben sagt, nächstes Jahr hätte ich gern 20% Steigerung und ich kenne diese Quoten, dann kann ich das natürlich komplett zurückrechnen und kann mir meine Marketingstrategie überlegen, wie ich diese Leads generiere, um das Ziel auch zu erreichen. Und das, wie gesagt, nicht nur einmal für den einmaligen Kauf, sondern eben auch für Cross-Selling und Upselling. Gut, wenn Sie das aufbauen, sage ich mal, dann klappt das auch mit dem Kunden. Dann macht es auch mit dem Kunden und den Leads wieder Spaß. Dann funktioniert Ihr Lead-Management. Und dass es keine graue Theorie ist, sondern dass man das schon heute macht und machen kann. Da gebe ich jetzt mal den Ball weiter an meinen Kollegen, an den Holger Stelz.
der erzählt Ihnen jetzt gleich mal, wie die das in der Praxis gemacht haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen finden Sie mich hier in den Räumen. Ja, vielen Dank. Stell gerade mal die Uhr zurück, damit ich wenigstens die 9 Minuten habe, die vorgesehen sind. Ja, also wir bei der Firma Unisurf, wir stellen Software her und wir haben genau das umgesetzt, was der Herr Schuster gerade eben so ein Stück weit erklärt hat. Und ich habe mal 3 große Herausforderungen in dem ganzen Prozess mitgebracht, Stolpersteine, über die wir so hinweg mussten. Das ist einmal die Personalisierung, das ist das Datenfundament und dann ganz wichtig am Schluss natürlich die Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und Marketing. Das ist so mit die größte Herausforderung, die wir da sehen. Die Personalisierung, nochmal zurück zum Wasserloch, Wasserlochstrategie, Norbert, ja, ich habe es jetzt mal mit Giraffen gemacht und nicht mit Elefanten und am Wasserloch geht es nämlich so zu, da stehen jetzt 4 Giraffen und die wollen was trinken und die wollen aber nicht alles Gleiche trinken, ne? Das haben wir auch festgestellt, so ist die Welt, alle wollen Cola, einer will Cola Light oder Cola Zero, mittlerweile ist es aber so, da ist noch einer dabei, der will Pepsi, ein anderer will Fanta und so weiter. Ja. Dann wird es lustig, zur Auslieferung gibt es bestimmte Zeiten und unten drunter muss das Ganze dann auch noch unterschiedlich verpackt sein. Also so sieht die tatsächliche Welt aus am Wasserloch. Also es langt uns nicht, alle nur zum Wasserloch zu bringen, sondern wir müssen die ganz gezielt ansprechen. Und um das tun zu können, haben wir uns Gedanken über unsere Wunschkunden machen müssen. Ja, also wir haben früher auch ein Lead-Management gehabt, wir haben mit allem auf alles geschossen. Und das hat vor 20 Jahren gut funktioniert und dann wird es immer weniger. Und am Schluss standen wir da und hatten ganz wenig Leads und das hat sich natürlich dann direkt im Geschäft dann auch wiedergespiegelt. So, und dann haben wir uns hingesetzt und haben uns mal diese, bei uns sind es 8 Bayer-Persona-Profile, uns Gedanken gemacht, wen wollen wir denn adressieren, wer sind denn unsere Kunden, unsere Ansprechpartner und wir haben in dieser Darstellung eben festgestellt, wir haben auf der linken Seite so, das war unsere alte Welt, wo wir herkommen, sind so eher die Analysten, ja, die ist gerne die detailverliebt sind, da ist der IT-Leiter, da ist vielleicht ein Leiter vom Business Intelligence, aber auf der anderen Seite dann, das ist unsere neue Zielgruppe, weil wir uns auch inhaltlich weiterentwickelt haben, haben wir dann Bayer Persona Profile zum Beispiel von einem Abteilungsleiter CRM uns erarbeitet. Wir haben Marketing Bereichsleitung uns erarbeitet und haben festgestellt, die ticken ganz anders da. Ja, also das heißt, wir haben kommuniziert mit einer alten Kommunikation an eine neue Zielgruppe. Das wurde uns dann bewusst. Ja? Und diese beiden Seiten, die ticken völlig anders da. Das heißt, die Kommunikation, der ganze Content, die ganze SEA-Strategie im Internet muss darauf ausgerichtet werden. Ja? Das ist viel Handarbeit. Das ist nicht nur Theorie, sondern da muss man sich wirklich überlegen, wenn ich 8 Bayer-Persona habe, dann habe ich 8 unterschiedliche Kommunikationsansprachen. Ich will es mal so nennen. Ja? Und wenn ich das mache, dann klappt es eben auch in der Customer Journey. Dann kann ich eben ganz gezielt, der Herr Schuster hat es ja angesprochen, der Kunde beschäftigt sich ja im Internet, holt sich die Informationen und wenn er mit Ihnen spricht, hat er seine Customer Journey zum größten Teil rum. Also Sie müssen da vorsorgen, dass er zum richtigen Zeitpunkt die richtige Information bekommt. Und das kann man dann eben, wenn man diese Hausaufgaben mit der Bayer Persona gemacht hat, tun. So, der nächste Punkt ist mir der wichtigste. Das vergessen die meisten. Ja, viele fangen erstmal an, ein schönes Tool einzuführen, dann machen sie sich Gedanken über die Prozesse und am Schluss kracht ihnen alles aus den Händen, weil sie dann merken, Mensch, unsere Daten sind so schlecht, da nutzt uns die beste Software nichts. Ne? Also schlechte Daten, ich habe dieses Beispiel, eine Einladung an meine Person, sehr geehrte Frau stellt, das ist so ein Klassiker aus der Datenqualität, ja, führt direkt dazu, dass ich mich abmelde von dem Ding. Ja? Also mit der Firma will ich nichts mehr zu tun haben. Das hat man vor 10 Jahren noch akzeptiert, aber stellen Sie sich mal vor, wenn Sie das weiterdenken, was da an Schrott in der Zukunft rüberkommt, no way. Also das ist ein ganz klares Thema, schlechte Daten, schlechtes Business. Was Sie brauchen, das haben wir bei uns selbst eingeführt, ist natürlich unter anderem eine
eine Software, die ihr Datenmanagement übernimmt, die in der Lage ist, eben diesen Golden Record, wie man sagt, die Mutter aller Stammsätze über eine Person, ja, über alle Kanäle hinweg, ganz egal, ob es aus dem SAP-System, aus ihrem CRM-System kommt, sind ja alles Touchpoints, wo sie letztendlich dann ihre Daten sammeln. Da muss ein sauberer Datensatz hergestellt werden und oben beim Golden Profile wird er eben noch angereichert mit Transaktionsdaten, mit Bewegungsdaten, auch aus dem Internet, und erst dann sind sie in der Lage, gezielt eine 1:1 Kommunikation aufzubauen. Und was eben immer wieder falsch gemacht wird, da gehe ich mal schneller drüber hinweg, das habe ich eben schon gesagt, es wird im ersten Schritt immer eine Softwarelösung evaluiert, der Prozess optimiert und dann ein Datenmanagement, das ist der absolute Worst Case. Ja, es ist zwar wirklich sexy, erst mit dem System, mit der Software anzufangen, da sieht man gleich was, aber zielführender ist es, wenn man von unten nach oben eben geht, wenn man sich erst über die Daten Gedanken macht, dann die Prozesse optimiert und obendrauf dann eine Software sucht, die auf die Prozesse passt. Ja, und dann funktioniert es auch anders darum. Ich bin schon so lange in der IT, es wird immer leider so gemacht, wie auf der linken Seite dargestellt, und die Unternehmen lernen einfach nichts dazu. Gut, Vertrieb und Marketing, dann kommen wir zum Scoring letztendlich. Wir haben auf der Seite unsere Lead-Quellen. Wir müssen uns jetzt überlegen, wie mache ich jetzt dem Vertrieb das schmackhaft, dass er meinen Marketing-Qualified Lead aus dem Marketing übernimmt. Und zwar nicht mit Murren, sondern er muss sich freuen drüber, weil er weiß, der ist so reif, ja, die Banane, die ist so gelb, dass er sich freut, dass das Dingens kommt. Ja, also entlang der Customer Journey hat man eben, so sieht es bei uns aus. Wir haben diese auf der linken Seite hier diese Lead-Quellen und die muss man scoren. Ja, da setzt man sich hin mit dem Vertrieb und spricht mit dem. Ja, es gibt Marketing und Vertrieb, die sprechen auch mal miteinander. Das hilft. Und dann sagt man vielleicht im Marketing, ja, der Newsletter, der kriegt von uns 50 Punkte. Das Ziel bei uns war 100 Punkte zu sammeln und ab 100 Punkte wird er automatisch übergeben, vom Vertrieb akzeptiert. Ja, haben wir gesagt, Newsletter 50 Punkte, Webseite gleich 100 Punkte, wenn einer mal auf der Webseite war, dann kriegt er gleich 100 Punkte. Hat der Vertrieb gesagt, oh nee, wenn der einmal da auf die Webseite kommt, ja, mit dem will ich nichts zu tun haben, der ist ja noch nicht reif. Ja, und so sammeln dann sind wir wirklich Lead-Quelle für Lead-Quelle durchgegangen und haben diese Scores hier gemeinsam ausbaldowert, ja, und haben die dann eben in so einem SLA dann auch aufgezeigt, haben die hinten festgelegt, haben diese 100 Punkte bekommen und haben gesagt, wenn er die 100 Punkte hat, der Lead, dann ist er reif, dann wird er vom MQL, also vom Marketing Qualified Lead zum Sales Qualified Lead, und dann gibt es kein Murren mehr. Da gibt es auch kein Aber vom Vertrieb, sondern das haben wir beide auf beiden Seiten, Vertrieb und Marketing, in einem Service Level Agreement festgehalten. Das ist ganz wichtig. Ja, das ist klingt ein bisschen wie Kindergarten. Ja, es müsste ja langen, wenn man sich bespricht. Aber wenn Sie es mal schwarz auf weiß irgendwo stehen haben und beide Seiten haben ihren Vinzenz drunter gemacht, dann fängt es an zu funktionieren. Ja, bei uns funktioniert es tatsächlich. Zeit wird genau so vorgehen, klappt es auch wieder mit den Leads und vor allen Dingen klappt es in der Zusammenarbeit mit dem Vertrieb und mit dem Marketing. Wenn Sie es interessiert, wir haben ein tolles E-Book, das ist seit einer Woche fertig, können Sie draußen am Stand mit so einer kleinen Karte und einem QR-Code, ist über 70 Seiten stark, ist richtig, richtig klasse geworden, ist auch vieles zum Lead-Management drin, holen Sie sich's mal ab und sehen Sie sich das an. Nächste Woche haben wir die Innovative in Frankfurt, falls Sie Interesse haben, auch da gibt es die Einladungen draußen, und ja, das war schon von meiner Seite. Herzlichen Dank.